11, Julia Grünwald. Ja. Das war natürlich ein Fassen in den Arm. Das wird mit 2 Minuten geahndet. Und mit einem 7 Meter. Aber wer bloß um Himmels Willen soll den verwandeln? Zweiter Versuch für Jasmin Weise, die sie ja alle nur Jassi nennen. Eigentlich eine sehr gute 7-Meter-Werferin. Aber bisher hat heute noch gar keiner gesessen. Aber irgendwann müsste es ja klappen. Jawohl. Treffer zum 18:20. Schwierig nach wie vor in Unterzahl. Das erklärt sich auch diesen Ballverlust. Ah, Stürmerfoul. Ich glaube, die Schiedsrichter machen hier einen sehr guten Job. Aber es ist auch ein faires Spiel. Ich glaube, das sind 2 Mannschaften, die sich respektieren und achten. Und so sollte das ja auch sein. So, nächster Angriffversuch. Hier drin weiß. Vorerst gestoppt. Schwerin immer noch in Unterzahl. Aber mit Wucht und mit Können. Kerstin Felke sorgt für den nächsten Treffer. Neuer Spielstand 21:18. Nächste Chance für Alt-Landsberg. Nächster Versuch. So, in diesem Moment sind die Damen aus Schwerin wieder komplett. Blocken hier diesen Wurfversuch von Anna Haude. Aber Alt-Landsberg bleibt im Ballbesitz, war im Ballbesitz. Konterchance für Schwerin. Das sieht wirklich gut aus, das spielen sie schnell, das spielen sie konsequent. Auch wenn der Wurf hier ein bisschen verunglückt war von Marie Kinscher. Aber es gibt den zweiten Versuch. Freiwurfentscheidung. Ja, diese Wendy Künzel mit der Nummer 9, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Viele Ideen. Auch wenn Alt-Landsberg die nächste Konterchance hat. Aber Kerstin Felke war sehr wachsam und verbundet den Angriff. Allerdings endet die ganze Geschichte mit 2 Herausstellungen. Einmal für Silvia Gehrig mit der Nummer 9 Alt-Landsberg und einmal für Kerstin Felke mit der Nummer 19 von Schwerin. Viel Platz auf dem Feld jetzt und den wollte Janine Hetzer nutzen. Wurf über das Tor, aber weil sie gestört wurde, frei.
Ja, schönes Anspiel auf Marion Prima, aber Prima auch nach wie vor die Torhüterin von Grün-Weiß. Anne Pöschel hat ganz toll den Winkel verkürzt, hat sich groß gemacht und hat gehalten. Ja, genauso gut. Maika Noack macht sie prima als Alleinunterhalterin. Zeitspiel und Konter. Anne Ruhmland. Jawohl. Hier gelingt das 19. Altlandsberger Tor. Spielstand 19 zu 21. We will rockin', wer rockt hier wen? Wir haben noch 11 Minuten Zeit, um die Frage zu beantworten. Schwerins Damen sind hier in Altlandsberg auf einem guten Weg. Es gibt einen Torhüterwechsel bei den Gästen. Susanne Grimm kommt ins Tor. So, weiter geht's. Ja, der Treffer zählt nicht. Schritte haben die Schiris angezeigt. Fehlwurf von Antje Thormann und Chance für den NTV wieder zu verkürzen. Ja, sie hat heute wirklich kein Glück, Steffen Zase, der Ball ist drin, aber übertreten. So bleibt es beim 19 zu 21 und Schwerin wieder im Angriff. Nächstes Tor für Kerstin Felke. Sie erhöht auf 22 zu 19. Und Schwerin bereits wieder im Angriff, weil Altlandsberg nichts aus seiner Chance machen konnte. Jawohl. 23 zu 19. Marie Kinscher hat diesen Treffer erzielt. 4 Tore Vorsprung für die Gäste jetzt wieder. Das sieht gut aus. Allerdings Anne Ruhmland ist auch eine gute. Sie verkürzt wieder 20 zu 23. Nächste Auszeit. Ja, keine Auszeit. Gesprächsbedarf am Kampfrichtertisch. Ja, noch knapp 9 Minuten haben wir hier in Altlandsberg zu spielen. Grün-Weiß Schwerin führt mit 23 zu 20, ist auf einem guten Weg, die nächsten 2 Punkte in der Oberliga Berlin-Brandenburg
einzufahren. Nach wie vor kämpft man mit Unstimmigkeiten. Es hat eine 2-Minuten-Strafe gegeben. Es kann sich eigentlich nur um einen Wechselfehler handeln. Eid Landsberg somit jetzt in Unterzahl. Und das Spiel geht weiter. Ja, das sah sehr nach Schrittzahl aus, aber die Schiris entscheiden sich für einen Freiwurf. Da hat Schwerin wohl ein bisschen Glück gehabt. Nächster Versuch. 1-1. Kann nur mit einem Foul gestoppt werden. Das hat Julia Kluth sehr schön gemacht. Und Wendy Künzel, wer sonst, geht wieder an den 7-Meter-Punkt. Und sie verwandelt. Zu 20 ist der neue Spielstand für die Gäste. Eid Landsberg im Angriff. In Unterzahl wohlgemerkt jetzt. Da dürfte es jetzt wirklich ganz schwer werden. Ach, sie kann einem schon ein bisschen leid tun heute. 83 Tore hat Steffi Zase bisher in dieser Saison erzielt. Aber heute, das ist weiß Gott nicht ihr Tag. Macht nichts, muss sie sich einmal schütteln nach dem Spiel. Und dann geht's wieder neu los. Freiwurf. Nach diesem gehaltenen Ball.